Wir alle kennen die rot-weiße österreichische Flagge. Wenn man sich allerdings mit der Geschichte Österreichs befasst, sieht man vor allem diese Flagge, aber auch diese oder diese. Die schwarz-goldene ist aber wohl eine der bekanntesten Flaggen der Geschichte und hisste lange Zeit als Nationalflagge Österreichs, als es einer der mächtigsten Staaten Europas war. Doch was geschah mit dieser Flagge? Woher kam plötzlich die rot-weiße Symbolik und welche anderen Flaggen gab es in der Geschichte sonst noch? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Tatsächlich ist die heutige rot-weiße Flagge älter als die meisten anderen europäischen Fahnen. Die Historie dieser reicht dabei tief in eine Kombination aus Legenden und realen Begebenheiten zurück. Der Ursprung liegt aber wohl bereits im Jahr 1191. Während der Belagerung von Ptolemais, dem heutigen Akkon in Israel, führte Herzog Leopold V. von Österreich seine Truppen mutig in die Schlacht gegen die Sarazenen. Es war während der Kreuzzüge, jener Zeit, in der Ritter aus ganz Europa aufbrachen, um das Heilige Land zurückzuerobern. Die Kämpfe waren heftig und das Schlachtfeld war ein Ort des Chaos, des Lärms und des Blutvergießens. Doch als sich der Staub legte und der Sieg errungen war, kehrte Leopold ermattet von den Kämpfen zu seinen Truppen zurück. Sein weißes Gewand war fast vollständig vom Blut gefallener Feinde durchtränkt, ein Zeugnis der erbitterten Auseinandersetzungen des Tages. Doch als er seinen Gürtel abnahm, der während des gesamten Gefechts fest um seine Taille geschnallt war, wurde ein makellos weißer Streifen sichtbar. Ein schmaler Bereich, der vom Blutvergießen verschont geblieben war. Und dieses beeindruckende Bild, das tiefrote Blut, das das Weiße einrahmte, wurde zu einem Symbol des Mutes, des Opfers und der Hoffnung. So zumindest die Legende. Zurück in Österreich wurde diese Vision dann zu einem bleibenden Symbol. Es heißt, dass Leopold V. so beeindruckt und berührt von diesem Anblick war, dass er beschloss, diese Farbenkombination, zwei Streifen Rot mit einem Streifen Weiß dazwischen, als offizielles Banner für sein Herzogtum zu adoptieren. Und so hat das Rote und Weiße bis heute eine eindeutige Symbolik. Das Rot, das die Flaggen an beiden Enden dominiert, wird traditionell mit Mut, Stärke und dem Blutvergießen im Namen der Nation in Verbindung gebracht. Und inmitten des kraftvollen Rots liegt dann der weiße Streifen, der Reinheit und Unschuld symbolisiert. Er wird als Kontrast zum roten Blut der Schlachten und Kriege gesehen, ein Erinnerungszeichen an den Frieden, nach dem sich die Nation sehnt. Der österreichische Bindenschild, wie die Kombination aus Rot und Weiß auch genannt wird, hat also eine lange und bedeutsame Historie. Dennoch gibt es neben diesem Symbol eine weitere wichtige Flagge in der Geschichte des Landes, insbesondere während der Ära des Habsburgerreiches. Während des 18. und 19. Jahrhunderts, als das Haus Habsburg eines der mächtigsten Herrscherhäuser in Europa war, wurde die schwarz-gelbe Flagge als Symbol dieses mächtigen Imperiums genutzt. Die beiden Farben Schwarz und Gold stammen dabei von den Wappenfarben des Heiligen Römischen Reiches. Der schwarze Adler auf goldenem Grund war dabei das Hauptwappensymbol des Reiches und diese Farben wurden somit eng mit den Habsburgern in Verbindung gebracht. Vor allem, da diese über mehrere Jahrhunderte hinweg die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stellten. Und mit der Thronbesteigung der Habsburger wurde dies auch zur offiziellen Flagge Österreichs. Diese Farbkombination wurde dabei oft neben der rot-weiß-roten Flagge gehisst, um die Verbindung zwischen dem Habsburgerreich und dem Kernland Österreich zu symbolisieren. Das heißt, die rot-weiße Flagge wurde weiterhin für bestimmte Institutionen, zum Beispiel im Militär, genutzt. Dennoch war die schwarz-goldene nun die offizielle Flagge von Österreich. Später wurde die rote-weiße Fahne dann vor allem für die Kriegsmarine und als Seekriegsflagge im Kaiserreich genutzt. Aber mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der Monarchie im Jahr 1918 verlor die schwarz-gelbe Flagge ihre offizielle Bedeutung. Das neu gegründete Österreich, das nun eine Republik war, wählte den Bindenschild, also die rot-weiß-rote Flagge, als sein offizielles Symbol. Und dadurch trat die schwarz-gelbe Flagge weitgehend in den Hintergrund. Trotzdem gab es damals sehr große Debatten um die Einführung einer neuen Flagge. Vor allem die Sozialdemokraten unter Karl Renner stimmten nämlich vor allem für das revolutionäre Schwarz-Rot-Gold. Es galt als Antithese zur Monarchie und zum Hause Habsburg und sollte die enge Verbindung zu Deutschland symbolisieren. Doch die Christlich-Sozialen unter Wilhelm Miklas wünschten sich vor allem die Kreuzzugsfarben Rot-Weiß-Rot als Zeichen der Kontinuität. Als am 12. November 1918 vor dem Wiener Parlament, also die Republik, ausgerufen wurde, sollten rot-weiß-rote Fahnen gehisst werden. Doch radikale Angehörige der Roten Garde, einer neuen paramilitärischen Organisation, rissen die weißen Streifen aus den rot-weiß-roten Fahnen und zogen die roten Reste wieder auf. Ein Teil der Menge jubelte, die große Mehrheit schwieg aber und wollte mit einer sozialistischen Republik nichts zu tun haben. Letztendlich übernahm also die erste österreichische Republik das traditionsreiche Symbol der Kriegsmarine und die Seekriegsflagge als österreichische Staatsfahne im Jahr 1919.
Doch viele werden nun wohl auch noch an die Zeit der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn denken, in der meistens diese Flagge verwendet wurde. Es stimmt zwar, dass diese oft mit dem Kaiserreich assoziiert wird, allerdings war es nie die offizielle Flagge Österreich-Ungarns. Das Kaiserreich besaß nämlich in der Realität keine gemeinsame Staatsflagge, lediglich diese Seekriegs- und Marineflagge und folgende Handelsflagge. Und letztere wird bis heute oft als Symbolik für Österreich-Ungarn benutzt, obwohl sie eigentlich nie wirklich die Staatsflagge war. Tatsächlich verwendeten beide Reichsteile weiterhin ihre alten Flaggen, also Österreich diese und Ungarn diese. Und nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Österreich dann, wie gesagt, die rot-weiß-rote Fahne. Erst im Zweiten Weltkrieg änderte sich diese nochmal. Mit dem Anschluss verschwand die rot-weiß-rote Flagge nämlich aus dem öffentlichen Leben Österreichs. Stattdessen wurde sie durch die Hakenkreuzflagge ersetzt, ein rotes Tuch mit einem weißen Kreis in der Mitte, in dem sich ein schwarzes Hakenkreuz befand. Die Flagge darf ich hier auf YouTube leider nicht zeigen, ich denke, ihr kennt sie aber alle. Zudem wurden während der Zeit des Anschlusses alle Symbole der österreichischen Souveränität und Identität systematisch unterdrückt. Das Land wurde in Gaue unterteilt und von nationalsozialistischen Gauleitern regiert. Österreichs Geschichte und Kultur wurden im Sinne der NS-Ideologie umgeschrieben oder ignoriert und so auch die Flagge. Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 und der Befreiung von der NS-Herrschaft wurde die rot-weiß-rote Flagge erneut gehisst. Sie symbolisierte nun die Wiedererlangung der österreichischen Souveränität und die Abkehr von der dunklen Zeit des Nationalsozialismus. Der Staatsvertrag von 1955, der auch die Besetzung durch die Alliierten beendete, besiegelte schließlich die Wiederherstellung der vollen Souveränität Österreichs. Er legte fest, dass Österreich ein unabhängiger und neutraler Staat sein sollte. Und die rot-weiß-rote Flagge war während der Unterzeichnungszeremonie prominent vertreten und diente als visuelle Bekräftigung der österreichischen Unabhängigkeit. Seitdem steht die Flagge vor allem für die demokratischen Werte und Prinzipien der Zweiten Republik. Sie soll auch Österreichs Einsatz für Frieden, Neutralität und Zusammenarbeit in der internationalen Gemeinschaft symbolisieren. Aber auch wenn die Grundstruktur der österreichischen Flagge festgelegt ist, gibt es verschiedene Varianten und Interpretationen, je nachdem in welchem Kontext sie verwendet wird. Für staatliche Zwecke und offizielle Anlässe präsentiert sich die Flagge nämlich oft mit dem österreichischen Bundeswappen in der Mitte des weißen Streifens. Dieses Wappen zeigt einen einköpfigen schwarz-goldenen Adler mit einer Mauerkrone, Hammer und Sichel sowie zerbrochenen Ketten. Alles Symbole, die verschiedene Aspekte der österreichischen Geschichte und Identität repräsentieren. Zudem finden wir hier sogar die schwarz-goldene Symbolik der alten Flagge wieder. Doch auch die Größe und Proportionen der Flagge können variieren. Bei einigen Anlässen wird sie in einem längeren Format dargestellt, bei anderen in einem fast quadratischen Verhältnis, je nachdem welcher Kontext es erfordert. Meistens sieht man aber die zivile Version ohne das Wappen, die häufiger bei nicht offiziellen Veranstaltungen oder von der allgemeinen Bevölkerung verwendet wird. Die ehemalige schwarz-goldene Flagge hat dabei übrigens starke Ähnlichkeiten mit weiteren heute noch verwendeten Flaggen, so zum Beispiel der von Baden-Württemberg und der von München. Diese war natürlich ebenfalls zwischendurch Teil des Heiligen Römischen Reiches. Dahingegen finden wir die weiß-rote Symbolik vor allem in den Flaggen österreichischer Bundesländer. So nutzen sie zum Beispiel Wien, Oberösterreich und Tirol. Ansonsten ähnelt die österreichische Flagge auch sehr der Flagge von Lettland, wobei es hier keinen wirklichen geschichtlichen Zusammenhang gibt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch dieses Video über den Vorschlag einer neuen Deutschlandflagge an. Ich verlinke euch das Video direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.